Das Designen von Etiketten ist mit Wabi Profi 3 jederzeit möglich. Generell sei zu sagen, Wabi Profi 3 unterstützt ja verschiedene SDKs, also Ansteuerungsmöglichkeiten für Dümo und für Brother. Da sagt Wabi Profi 3, hey, ich habe eine Schnittstelle zu den jeweiligen Software, zu der Dümo Software oder zur Brother Software, die Sie natürlich auf Ihren Rechner installiert haben. Und über die Software, über Dümo oder Brother, können Sie dann Ihre Etiketten zusammenbasteln, designen und so weiter. Wenn Sie sagen, ich habe keinen von diesen beiden genannten, dann haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, über Zebra, Codex oder hier die normalen DIN A4 vorperforierten Etiketten zu drucken oder sich natürlich selbst ein Layout zu designen. Das ist mal so ganz grundsätzlich und generell. Wir wollen uns aber in diesem Video der Fragen widmen, weil manche sagen, hey, also wir haben jetzt hier halt mit QR-Codes was drin, dass der Barcode zu klein ist. So, wie kriege ich den jetzt größer? Das ist relativ simpel. Dazu gehen wir auf Drucklayout. Wir wählen Standard oder dementsprechend Layout, was Sie halt schon alles hinterlegt haben und sagen, wir wollen ein Etikett anpassen. So, und ich schmeiße jetzt einfach mal das hier raus. Und jetzt haben wir hier unseren Barcode. So, der Barcode ist relativ klein. Je nach Qualität Ihres Druckers kann der Barcode das lesen oder auch nicht lesen. Denn es gibt ja auch, wie in jedem Bereich, bessere und vielleicht nicht ganz so optimale Geräte. Die besseren Geräte zeichnen sich natürlich durch eine höhere Lesefrequenz, also eine höhere Blinkrate in der Sekunde aus. Aber kommen wir zurück, wie ändere ich was? Das heißt, ich mache einen Doppelklick auf mein Objekt, das ich verändern will, und habe dann, wie jetzt in unserem Beispiel, das ERN-Feld. Hier sage ich Style und dann sagt er schon hier, in der Font steht Code ERN29 drin. Sie klicken auf den Button mit den drei Pünktchen und wählen nun, natürlich die Schriftart bleibt bitte bestehen, die dürfen Sie nicht ändern, aber Sie können hier eine andere Schriftgröße auswählen. Sollte Ihnen auch diese Schriftgröße nicht groß genug sein, können Sie oben bei Schriftgrad zum Beispiel 100 eingeben. Sie klicken auf OK und dann wieder auf OK. Jetzt ist dieses Objekt wesentlich größer geworden, das heißt, Sie müssen es einmal einfach unten nehmen und nach unten ziehen und nun das Objekt in den sichtbaren Detailbereich Ihres Etiketts verschieben. So, jetzt ist der relativ groß. Jetzt könnte sagen, wie machen Sie das, dass das Ding jetzt hier breiter wird? Ganz einfach. Ich persönlich markiere gerne ein Objekt, drücke dann die Shift-Taste, also das ist die zweite Taste links unten an der Tastatur mit dem Pfeil nach oben über der Steuerungstaste, die drücke ich und halte ich und bewege dann meine Pfeiltasten nach links, also nach rechts, um ein Objekt größer zu machen oder nach links, um ein Objekt kleiner zu machen. Wenn ich die Shift-Taste nicht drücke, kann ich das Objekt verschieben, wenn es markiert ist. So, und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Ich drücke auf das X und sage, ich will das speichern. Ja. Ich will das Layout verwenden und sage jetzt mal die Vorschau. So, jetzt ist hier relativ kurzer ERN. Warum? Weil es nicht breit genug ist. Das heißt, unser ERN ist definitiv zu groß. 100 ist schon extrem. Also da müssen Sie schon wirklich einen blinden Scanner haben, damit der 100 braucht. Aber kriegen wir schon. Machen wir es halt ein bisschen kleiner. Okay, sagen wir 72 oder sowas. Das 48 reicht normalerweise auch, aber egal. Okay, jetzt sehen Sie, dass wir Platz wieder haben. Das heißt, Sie klicken in das Etikett rein, drücken die Shift-Taste und drücken jetzt die Pfeiltaste nach oben. Somit passt sich das Objekt nun automatisch Ihren Vorgaben an. Und jetzt schauen wir es uns an. Ja. So, Vorschau. Und jetzt haben wir einen sehr, sehr großen ERN-Code drin. Das ist schon mal ganz cool. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Tipp. Hat jetzt zwar nicht zwangsläufig was mit der Schriftgröße zu tun, aber Sie sehen, dass natürlich unser großer ERN-Code jetzt sehr, sehr viel Platz einnimmt, den uns natürlich an anderer Stelle hier verloren geht, weil wir wollen oder Sie wollen vielleicht alles schön hingebastelt haben, alles schön formatiert haben und. Wenn Sie jetzt sagen, ich will noch Textilangaben oder Herstellernamen oder sonst irgendwas mit drin haben, kann es natürlich eng werden. Das heißt, der Platz geht Ihnen aus. Deswegen, kleiner Tipp an der Stelle, legen Sie sich einfach ein Objekt an. Das machen wir jetzt einfach mal. Es gibt hier diese sogenannte Report Control Bar oder Sie können hier oben auch Report Insert Control und dann sagen wir ein Rectangle, also ein Rechteck.
Da klicken wir jetzt drauf. Und jetzt ist hier oben ein Rechteck, sehen Sie es? Das nehme ich jetzt und ziehe es in meinen sichtbaren Bereich und mache das jetzt größer mit den Maustasten. So. Ich kann das Objekt natürlich jetzt auch nehmen, Shift-Taste drücken und halten und jetzt die Pfeiltasten bewegen, so wie ich es brauche, um das Objekt in der Breite, in der Höhe und so weiter zu verändern. Das Loslassen der Shift-Taste bewirkt, dass das Objekt einfach sich in der Position verändert. Das heißt, wenn Sie sagen, weiter nach unten, weiter nach oben. Jetzt haben wir hier ein Rechteck. Rechtsklick auf das Rechteck, dann sagen wir Properties, Eigenschaften. Im Style sagen wir, dass er hier die normalen Hintergrund- und Vordergrundfarben lassen wir entfernen. Wir sagen, pass mal auf, du hast hier eine weiße Vordergrundfarbe und eine weiße Füllfarbe. Dann ist es undurchsichtig und wir brauchen keinen Rahmen. Jetzt sagen wir okay. Und Sie sehen jetzt, was passiert. Das heißt, unser weißes Rechteck hat sich jetzt über unseren ERN-Code gelegt. In der Praxis sieht es dann wie folgt aus. Dass unser ERN-Code nun nur noch halb so hoch ist, also es wird halt um unser Rechteck und von der Größe unseres angelegten Rechtecks überdeckt. Und somit haben wir Platz jetzt für weitere Objekte und wir könnten jetzt halt hier, das machen wir jetzt einfach auch noch schnell, weil es so schön ist, jetzt einfach sagen, unsere Bezeichnung wollen wir jetzt weiter nach unten haben. Oder machen wir es einfach schöner, und unseren Preis, den wollen wir jetzt da unten haben. So, jetzt können Sie sagen, mein Preis ist weg. Richtig. Dann müssen Sie einfach vorher sagen, und das ist überall das gleiche, ob Sie jetzt im Word machen, in einem Fotoprogramm, Photoshop, CorelDRAW, wie auch immer, können Sie eine Überlagerung von Objekten vornehmen. Das heißt, hier klicke ich auf das Objekt, sage in der Menüleiste oben Format und dann sage ich Bring to Front, also bringe das Objekt in den Vordergrund. So. Jetzt, wenn ich mein Objekt anklicke und jetzt mit dem Pfeiltasten nach unten bewege, passiert Folgendes. Mein Preis oder Ihr Preis ist jetzt vor diesem weißen Rechteck. Und das ist ganz cool. Also das heißt, so können Sie wirklich hier den Barcode etwas überdecken, kleiner machen und Platz schaffen für zusätzliche Informationen, die Sie dann dementsprechend platzieren. Wie gesagt, und hier bitte aufpassen. Wenn diese Bezeichnung ist jetzt zum Beispiel nicht über dem Rechteck, dann einfach hier Objekt anklicken, markieren, Format, Bring to Front und schon ist mein Objekt nach vorne gebracht. Und dann habe ich Platz auf dem Etikett und kann es ganz toll designen. So, ich bin jetzt ein bisschen ausgeschweift, es war trotzdem cool, finde ich. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald, tschüss.